Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Final Fantasy 7 Rebirth. Let's play Final Fantasy 7 Rebirth. Yeah. Wir sind in der Yunnan-Region, you know. Wir sind gerade in der Yunnan-Region und ja, sind ja gerade frisch noch eingetroffen. Na, guck mal, die Bank sieht da voll anders aus hier. Oh. Schön, glaube ich. Ich habe gleich den Shop hier abgecheckt. Doch. Glaube ich schon. Ja. Luft ausverkauft. Was? Ach, das habe ich gekauft, weil er im Angebot war, ne? So, Glücksboost. Ich glaube, den hole ich mir einmal. Oder? Ja, komm. Genug Geld, ne? Wird schon jemand finden, der ja das ausrüsten kann. So, wir sind in der Yunnan-Region. Wir sind hier gerade eingetroffen in der letzten Folge. Und wir sind auf dem Weg nach Yunnan, diese große Stadt, die hier hinten ist, ne? Und ich würde sagen, wir machen ein bisschen in der Story weiter, ne? Einfach nur, damit wir, weiß nicht. Ich meine, es bietet sich ja schon wieder an, hier so viel zu erkunden gerade, ne? Aber schon hier irgendwie an den ganzen Gegnern oder so hier zu urteilen, ne? Ah, wir können auch diese Mission machen, ne? Ausweg aus der Misere. Ich nehme jetzt mal nicht an, dass hier irgendwelche Sachen verpassbar sind, ne? Wenn ich jetzt hier reingehe, die Story bis zum weiteren Mal, dass ich dann nicht mehr hier zurück kann und irgendwie Sachen machen kann, ne? Ich will erstmal die Story ein ganz klein wenig antreiben, einfach nur, damit wir hier erstmal ein bisschen leveln, weil wir haben ja schon hier gegen so ein Viech gekämpft, ne? Und das war schon Level 23, ne? Und wir sind erst Level 23. Das heißt, da war halt erste Viech. Also nehme ich mal, die nächsten sind ein bisschen stärker und ja, das wird dann ein bisschen schwierig, ne? Und wir können die Türme noch erkunden, vielleicht diese Proto-Materia-Mission machen. Aber ich würde sagen, wir treiben so ein bisschen das Kapitel voran. Ich war außerdem noch ein bisschen Material irgendwie für ein neues Intro, ne? Ich tue ja jetzt jedes Kapitel ein neues Intro machen, ne? Diese ganze Mithril-Mine war ja ein eigenes Kapitel. Also das ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Da habe ich jetzt für zwei Folgen hier ein neues Intro gemacht, ne? Aber, ne? Haben wir so vorgenommen, jedes Kapitel, ne? Neues Intro. Hier. Habe ich übrigens herausgefunden, dass das ein Kapitel ist, ne? Hier. So, Zusatzkapitel, eine andere Welt. Ja, okay, das ist jetzt nur das eine Ding, aber. So, das hier war zum Beispiel hier alles ein Kapitel, ne? Zweites Kapitel war halt hier Graslandregion und die Mithril-Mine war auch ein eigenes Kapitel und so habe ich das dann mir festgelegt. Ich tue jetzt pro Kapitel ein neues Intro machen und ich habe noch nicht so viel Content hier für ein neues Intro, deswegen tue ich da auch ein bisschen weiter spielen, ne? Würde ich so sagen, ne? Sonst weiß ich nicht, was ich so in das Intro reinschneiden soll, ne? So, was wir als erstes machen sollten. Ich finde den Lichteffekt hier richtig cool. Ich habe gesehen, hier Synthese kann ich einige Sachen herstellen und mein Level erhöhen, meine Synthesestufe, ne? Machen wir halt mal. Ich kann mir einen Supertrank herstellen, ja, damit. So, wenn du sinkt der 12. Sinn, du kannst nun Gegenstände mix Supertrank synthetisieren. So, jetzt können wir uns ein paar neue Sachen erstellen. Ne? Theoretisch, so Gnade des Planeten brauche ich eine Menge Knochenarmreif. Oh, da kann ich mir einen Knochenarmreif. Da brauche ich einen normalen Knochenarmreif. Kann mal irgendjemand kurz seinen Knochenarmreif hier? Ja, da muss ich mir aber merken, was ich hier rausnehme. Ne? Wo ist der Armreif? Wer hat hier einen Knochenarmreif? What? Habe ich noch nie einen Knochenarmreif gehabt? Eine Sekunde. Ich dachte, ich habe schon mal einen gehabt irgendwann mal. Anscheinend nicht, ne? Kann ich den kaufen? Knochenarmreif? Barbarenarmreif. Oh. Elferdunkreif. Da werden wir vielleicht einige von diesen Dingern holen, die werden halt stärker, ne? Aber ich denke mir immer so, oh, ich krieg die schon wahrscheinlich irgendwann so, ne? Na gut, wir vertagt, ne? Knochenarmreif nehme ich an. Ich denke mal, den kann man in der Graslandebene dann nur kaufen, ne? Keine Ahnung. So, aber wir machen mal einen kleinen Abstecher zu der zu dem Untergebiet von Yunnan, weil wir müssen ja nach Yunnan, wir müssen da oben hin, ne? Da oben ist halt die Stadt, ne? Und da unten befindet sich halt dieses Untergebiet. Haben wir ja auch hier erklärt bekommen von den Charakteren. Den habe ich aktiviert. Und ja, da schauen wir uns mal einmal kurz um, ne?
Gehen aber ganz genau das Planeten ausgezeichnet und schauen uns das hier mal das Gebiet hier so an, ne? Und treiben so ein ganz klein bisschen die Story voran, ne? Ich nehme jetzt nicht an, die geben uns jetzt hier diese ganze Oberwelt, ne? Und sagen, und man kann natürlich alles ignorieren und dann hier in Junon reingehen, auch wenn die Story da weitergeht, ne? Wir müssen wahrscheinlich irgendwie so zurück und noch andere Sachen machen, ne? Bei der Graslandregion eigentlich auch so, ne? Wir sind zum Sumpf gegangen, haben gesehen, oh, da kommen wir nicht weiter, ne? Weil wir halt noch irgendwo andere Sachen machen müssen, ne? Oh ja, wie gesagt, ich warte auf eine bestimmte Begegnung hier noch und die müsste theoretisch eigentlich hier stattfinden, ne? Weil im Original war das halt so, ne? Dass man diese Person halt zu diesem Zeitpunkt getroffen haben könnte, ne? Minimal. Also gucken wir mal, ne? Wir gehen mal hier rein und gucken mal. Vielleicht gibt es da auch irgendwie eine kleine Stadt oder so. Ich weiß, glaube ich, genau, was hier gleich passieren wird. Wenn es das ist, was ich denke, was es ist. Ich denke gerade, meine Truppe zu ändern. Nee, lass mal, ne? So, gucken wir uns mal hier um, so ein bisschen. Oh, ich freue mich schon gleich auf... Also gleich, also irgendwann auf Junon, wie da die Ereignisse so ablaufen. So. So, ja, sieht genauso aus wie im Original. Dieses kleine Gebiet hier. Wir sind drin, wir sind im Untergebiet von Junon. Ich nehme an, dann kriegen wir jetzt hier auch wieder Quests und so, die wir machen müssen, ne? So, hey, was geht? Nicht so schnell. Willkommen in Unter Junon, dem Ort, wo niemals die Sonne scheint. Mein Name ist Rhonda. Ich stehe der hiesigen Bürgerwehr vor. Cool. What? Am besten melde ich euch einfach mal. Wer weiß, vielleicht macht ihr mich ja reich. Also an deiner Stelle würde ich das nicht tun. What? Du heißt Aris, hm? Für dich gäbe es 500.000 Gil. Echt? So viel? Geil. Wenn ihr wollt, könnte ich es aber auch bleiben lassen. Wenn er mir die gesamte Region erkundet. Bin schließlich kein Unmensch. Das ist doch sicher eine Falle, oder? So etwas kann nur jemand sagen, der unsere Geschichte nicht kennt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne verschwinden. Ansonsten... Die Herberge ist da vorne. Und die Zimmer sind alle frei. Hast du Männer in schwarzen Kutten gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Mit schwarzen Anzügen kann ich allerdings dienen. Zwei Männer und eine Frau. Hört, hört. Sie sind mit dem Aufzug darauf gefahren. Ho, ho, ho. Schlagt euch das schön aus dem Kopf. Ihr wisst das ja sicher. Aber Junon ist fest in Shinras Hand. In dem Aufzug haben Leute wie wir nichts zu suchen. Außerdem ist oben gerade was los, mit entsprechender Sicherheitsstufe. Die Gardisten sind ziemlich nervös. Also macht uns hier bitte keinen Ärger. Das heißt, sie sind abgelenkt. Sonst kriegt ihr es mit mir zu tun. Jawohl, wenn du was sagst, ne, dann lass mal lieber, ne. So. Keine Ahnung. Noch irgendwas? Verhaltet euch bitte ruhig. Alles klar. Butsch. Bird fängt einfach sinnlos an zu ballern. Ja. So, jetzt haben wir sozusagen so unsere zweite Stadt so zum Erkunden, ne? Tja, und was jetzt? Die schwarzen Schluffis sind jedenfalls nicht zu sehen.
Es macht eigentlich keinen Unterschied, was ihr Ziel ist. Wenn sie sehen da überhaupt nicht auffällig, ne? Der Typ mit den Gewehrarmen. Der sprechende Hund, Tiger, Löwe. Das stimmt. Wir sollten uns aufteilen und umhören. Vielleicht hat ja irgendjemand etwas gesehen. Ein Mann in Schwarz zum Beispiel. Oder weiß, wo wir uns ein Boot leihen können. Treffen wir uns anschließend im Hotel wieder? Ja, machen wir. Aber bleibt unauffällig. Ja. Wir sind die wahrscheinlich unauffälligste Truppe aller Zeiten. Hey, Red ist gut gelaunt. Mir gegenüber, aber alle anderen nicht. Boah. Warum nicht? Wow. Okay, diese Art gefällt mir so. Ich muss immer wieder an Final Fantasy 13 denken, ne? Wo du hier das gesamte Spiel lang hier auf der Flucht warst und die ganze Zeit hier von einem Gang zum anderen gegangen bist, ne? Deswegen hat mir das Spiel so sehr überhaupt nicht gefallen, ne? Du bist die ganze Zeit auf Flucht, konntest nie irgendwo mal innehalten, irgendwie so eine Stadt oder besuchen oder so, ne? Hier sind wir auch auf der Flucht, ne? Aber oh, du bist ein Fotograf, ne? Hier sind wir auch auf der Flucht, aber wir können trotzdem irgendwie in Städte rumlaufen, uns umsehen und so was alles, ne? Das ist doch viel schöner. So, oh, Du glaubst gar nicht, wie faszinierend ich diesen Ort finde. Allein schon die Farbe des Meeres. Einfach schaurig schön. Sicher der Einfluss des Unterwasserreaktors, meinst du? Das ist blau. Auf jeden Spoiler. Fall muss das alles hier festgehalten werden. Ja, ne, hier ist nur Reaktor unter Wasser, genau. Boah, zu denen kommen wir sehr viel später erstmal, ey. Nur noch ein Fotolocation. Achso, ich soll für den Foto machen. Noch nicht entdeckt, okay. Aber vielleicht hast du ja auch noch etwas anderes gefunden, das du festhalten willst. Ja, der will schon wieder posen, ne? Keine Ahnung, Final Fantasy 13 warst du die ganze Zeit auf Fluss, bist die ganze Zeit nur weggerannt. Weil wir ja auch so halt Verbrecher waren, so Flüchtige. Deswegen konntest du halt nicht länger irgendwo bleiben, ne? Aber boah. So langweilig, ne? Du bist sogar durch einige Städte hier durchgerannt, aber du konntest mit niemandem reden, du konntest nicht mit Leuten interagieren, irgendwo einkaufen oder so. Das hat mich so angekotzt, ey. Deswegen. Was ist denn das für ein Rollenspiel, wo du nicht irgendwie mal durch die Städte laufen kannst und irgendwie sich mit umschauen kannst, mit Leuten unterhalten kannst? Das ist für mich kein Rollenspiel. Vor langer Zeit befand sich auf diesem Teil des Ozeans die Hauptstadt der Republik Junon. Sie wurde damals auf einer Flotte miteinander verbundener Schiffe errichtet. Die einst stolze Metropole ist dank Shinra nur noch ein Trümmerhaufen am Grund des Meeres. Und an ihrer Stelle wurde eine unsinkbare Stadt aus Stahl errichtet, die auf den Ozean herabblickt. Ein Grabmal der Republik, die eine Riesenkanone getrieben hat. Zumindest steht es so in den Geschichten. Vor langer Zeit befand sich auf diesem Sie also, damals auf einer Flotte miteinander verbundener Schiffe. Hast du die drei cool. So, genau, an diese Treppe erinnere ich mich noch. Oh, das ist ein Kartenspieler. Dann kann ich mal mein Mogri, Schokobo Mogri Karte hier ausprobieren. Gewinnen würden wir auf jeden, aber sieht nicht so aus, als ob bei dem was zu holen wäre. Ja, ich habe ja nur ein gigantisches Schwert auf dem Rücken. Hast du vielleicht Lust auf eine Runde Karten? Falls ja, habe ich das. Doch gegen uns, okay? Ich bin Burkhard, der jüngere Bruder. Ich bin Volkhard, der ältere Bruder. Zusammen sind wir die Gebrüder Kart. Zwillinge mit der Lizenz zum Kartenspielen. Erst trittst du gegen meinen Bruder an. Gewinnst du, spielst du danach gegen mich. Zwei Partien zum Preis von einer. Ein Spitzenangebot. Okay. Allerdings, bei auch nur einer Niederlage kostet dich das 3 Gil. Gemacht? Das ist ein ganz schönes Risiko, aber okay. So, den Schokobo habe ich da drinnen, ne? Oh, ich habe einen Zauberpott. Okay, ja. Machen wir mal, ne? Schaffen wir schon. Mal gucken, ob meine Strategie immer noch funktioniert, ne? Ich mache das jetzt so lange, bis irgendwann aufhört zu funktionieren, ne? Meine Strategie ist, wir gehen jetzt einfach so schnell wie möglich nach rechts, ne? Und, ja. So. Machen wir so. Bonk. Mal schauen.
Ah, guck mal hier. So, was hast du für einen Effekt? Entsprechende Anzahl der anderen Verstärkung verbündeten Karten steigt die Stärke um 1. Aber ich muss sie nicht schon platziert haben, ne? So. Na, mal gucken. Du bist ja wieder ganz unten rechts. Oh nein. Oh nein. Sie haben eine Strategie herausgefunden. Verdammt, der hat jetzt auch einen dahin platziert. Oh. Ich bin geliefert. Na, warte. So. Na, Tor rechts oder unten. Ja. Oh nein. Sie haben dazugelernt. Oh, jetzt muss ich den ja holen, sonst holen die sich hier die 3 Punkte, ne? So, weißt du was? Ich garantiere mir den ja mal, damit ich die 3 Punkte nach unten kriege, ne? Außer er platziert jetzt da ein. Verdammt! Die Gegner haben dazugelernt. Nein, jetzt kriegt er, jetzt holt er sich den Punkt da. Okay, meine Strategie wird dann wohl sein. Ich muss hier lang. Verdammt, die haben dazugelernt. Jetzt holt er sich da die 3 Punkte, ne? Die 3 Stärke oder was auch immer. Nein. Die lernen dazu, das gibt's nicht. Oh Gott, ich kann weniger Karten als er platzieren jetzt. Nein, ich werde sogar verlieren, wenn er hier so weit geht. Dann haben wir hier 3. Aber der hat nicht genug Punkte da oben, ne? Okay, den unteren wird er holen, aber... So, 3, 7 und 2. Hm, wenn ich Glück habe, kriege ich das hier noch. So. Ich werde aber gewinnen. Da. Außer. Ja, ich gewinne. Okay. Oh Mann. Obwohl, wenn der jetzt da einen starken hinpackt. Gleich dann. Oh mein Gott. Ich habe noch gewonnen. 3 Punkte. Oh nein, meine Strategie funktioniert nicht mehr. Was mache ich jetzt? Ah. Schlecht. Aber jetzt geht es gegen mich. Ja. Für die Niederlage meines Bruders fordere ich Revanche. Oh Mann. Na gut, los geht's. Ich brauche mehr spezielle Karten. Ne? So, ich muss, glaube ich, den Schokobo ein bisschen anders platzieren. Ne? So, oh, das ist keine gute Starthand hier. Soll ich das so machen? Nee, ne? So oder so. Mach mal so. Eigentlich wäre die Mitte ja besser, aber mh. So, warte mal, ich habe hier so eine kleine Strategie gerade. Ich muss natürlich wieder erstmal so schnell wie möglich nach vorne, ne? So, boom. Ich verfolge sogar ausnahmsweise meine gute Strategie hier. Pass auf. Oh mein Gott. Okay, ich habe ganz schön blöde Karten in der Hand gerade. Am liebsten würde ich ja ihn hier so platzieren, dann könnte ich hier einen Dreier platzieren, ne? Wo ich gar nicht brauche. So, wenn ich dich hier platziere. Ich guck mal gerade. Ich mach mal. Ich muss so weit nach vorne. Hier hin. Ja. Weiß nicht, ob das so gut war. Genau oben hin. Aber ja, jetzt blockiert der halt wieder. Ist klar. So, warum ist von denen einer jetzt gerade weggegangen? Was? So.
Du kommst da nicht durch, pass auf. Wir haben schon wieder abgeblockt. Jetzt kann er nur da die Dinger platzieren. So, guck mal, pass auf. Hm. Also warte, ich kann einfach warten, bis der hier einen platziert. Dann komme ich hier und mach da einen, ne? Pass auf, ich verfolge hier eine Strategie diesmal. Hm, machen wir. Entsprechende Anzahl der anderen verstärkten verbündeten Karten steigt die Stärke um 1. Ich habe aber nicht so viel verstärkte Karten, ne? Ja, ich mache das jetzt so, ne? Okay. So, platziere einen da unten rechts hin. Oh, das ist nicht gut. Boom. So, jetzt kann er nur da unten, ne? Aber dann platziere ich da einen. Und dann kann der nicht mehr. Ne, er tut gar nicht platzieren, alles klar. Dann habe ich gewonnen. Boom. Jetzt kann er nichts mehr platzieren. So, er hat viel mehr Punkte, sehe ich gerade, aber ich werde da wohl noch ein paar hier raushauen können, ne? Hm. Vielleicht nicht. Verdammt. Warte, ich muss hier mal richtig nachdenken, ausnahmsweise. So, ich könnte den hier platzieren, ne? Dann kriege ich da unten 7 Punkte, ne? Machen wir das hier. So, die 7 Punkte habe ich, ne? Jetzt gehen wir hier hin. Oh, ich tue da. Der tut die ja schwächen, ne? So, web, guck mal hier. Ah, da tut er verstärken, alles klar. Ah, und er wird stärker, weil ich mehr verstärkte Karten jetzt habe, alles klar. So, oh oh. Oh, Gott sei Dank. Oh, guck mal hier, 12 Punkte. Boom. Mehr brauche ich nicht. Die anderen sind alle Gleichstand. Okay, da funktioniert. Boom. 12 Punkte auf einer Reihe. Okay, ich dachte, die müssen anliegend sein, aber egal. Ich brauche, je mehr verstärkte Karten ich habe, desto stärker wird der Chocobo. Neue Karte. Ogre. Eine gewöhnliche Karte ohne besondere Fertigkeiten. Die gibt aber 5 Punkte. Boah. Ja, die gehören mir. Natürlich noch geben. Bei einer Niederlage werden 3 Gildfälle abgemacht. Wer verliert, ist egal. Ich mach doch nur Spaß. Dieses Mal Cloud tut ganz langsam zu sein Schwert greifen. Kannst gern vorbeikommen, wenn du mal wieder spielen willst. Nee. Ich habe doch jetzt alles Verzeug hier mit euch. An diesen Raum erinnere ich mich noch. Den gab's auch im Original. War nicht das Zimmer von jemanden, den wir noch treffen werden. So. So, Eris. Anscheinend hat Shinra eine große Feier oben in der Hauptstadt geplant. Ja. Nur ich in der Herberge aus, wenn du genug Informationen gesammelt hast. Ja, weil du halt gewohnt bist, ne? Okay, so, zwei Sachen. Aber ich muss ja gucken, ne? Eine guten Apu, ne? Ey, yo. Hast du Waffen? So, du hast die genau gleichen. Na, hier hätte ich die ganzen Sachen kaufen können, die ich verpasst hätte, ne? Barbarenarmreif oder. Hm, glaube ich, muss sie so oder so mal holen irgendwann, ne? Aber na komm, da bin ich so hab. Dann gehen wir den mal
Robuste Arme. Ich habe die letzten Zeit hochgebracht, ne? So, das war einfach alles besser. War der verbunden? Nee, ne? Kriegst du den Bananenreif? Magische Abwehr plus 15. Was zum? Was denn vorher ausgerüstet gehabt? Da geht er mehr Verteidigung als andere. Er braucht denn ja Magieverteidigung. Weißt du was? Ja, komm. Hm. Oh, ich dachte, er wäre zum Sammeln oder so. Puh, da ist schon der nächste Kartenspieler, sehe ich gerade. Da steht auch 1 von 3. Diesmal habe ich aufgepasst. 1 von 3. Das sind also echt die Kartenspieler hier. Das ist ein schwarzes Brett. Nach oben kommt man wohl nur mit Hilfe des Aufzuges. Wird alles streng bewacht. Wir halten uns vorerst lieber fern. Okay. Ja, ich werde jetzt aber jetzt hier nicht nur Kartenspiele machen. Lass mal die Story vorantreiben. Was ist jetzt so ein singender Barsch? Davon hatten wir auch mal einen von Elvis. Ich weiß aber nicht, was der für ein Lied gesungen hat. Ich mich mit Elvis nicht so auskenne, aber mein Vater hat er wahrscheinlich gewusst. Und er ist voll der Fan von Elvis gewesen. So, ich sehe irgendwo so ein schwarzes Brett oder so. Hier. Gib den Aufzug frei. Das haben wir schon gemacht. Hier meine kommen noch ein paar, ne? So, wo ist Barrett? Barrett haben wir noch nicht getroffen. So, war tiefer, habe ich mit tiefer gerade geredet, ja, ne? Ja, habe ich doch gerade geredet mit, ne? So, da ist Barrett. Sehen so in der Brandung da am Stehen. Befehl von oben will heißen, ohne Shinras Erlaubnis sticht ihr verdammtes Shinra. Wenn wir unser Versprechen halten und ihr keinen Ärger verursachen wollen, können wir uns eine Schifffahrt also abschminken. Früher brauchte man anscheinend kaum rauszufahren, da waren die Netze schon voll. Aber seit sie unten auf dem Meeresgrund den Reaktor hingestellt haben, wimmelt's von Ungeheuern. Jetzt herrscht Ebbe im Kescher. Verdammtes Shinra. Was Shinra auch anpackt, es geht alles vor die Hunde. Ja, langsam wissen wir es. Wir wissen es. So. Wir müssen, glaube ich, so storymäßig müssen wir ja leicht nach unten hingehen, ne? So, Chatley. Also ich auf der Karte, da bist du. Aber lassen wir erstmal. So, ich habe keine Option irgendwie so gehabt, mit den Leuten irgendwie so zu reden. So, irgendwie so. Beim letzten Mal konnten wir irgendwie so Entscheidungen und so treffen, ne? Beantworten. Aber anscheinend nicht, ne? Boah, hier unten ist noch, ne? Hier müsste man gleich, glaube ich, in der Story weiter, ne, wenn ich mich irre. Gibt es hier irgendwo Ton? Da ist der dritte Kartenspieler oder Spielerin. Oder mit was auch immer diese Person sich identifiziert. Ich will ja nicht in ein Fettnäpfchen hier eintreten, ne? Hm. Okay. Da kommt man wieder hoch, ne? Hm, ich nehme an, wir werden ja nur eine Weile lang sein, ne? Ja, genau, jetzt hat dieses Mädchen mit diesen Delfinen, ne? Schön. Da frage ich mich echt, wie wir umsetzen werden. Das ist meine Frage auf alles irgendwie so. Was? Was? Ja, nie gehört. Oh Gott, warte mal hier. Gibt's ja nirgends von der Truhe irgendwas. Bonk. Wow.
Ich will auch. Uff. Na, wohin schwimmen wir, Leute? Ich meine, da kann ich nicht so weit hinspringen, ne? Schwimmen. Oh, okay. Ja, und nun? Bin ich mit nicht mal Badeanzügen und so. Ja. Einfach voll gekleidet da reinspringen. Na gut. Ich muss das ja nicht trocknen, also was soll's. Na gut, dann rechnen, dann ruhen wir uns mal in der Herberge aus, ne? Und gucken mal, was als nächstes passiert. Wow. Ah, seid mal ein bisschen ruhiger, ich will mich hier erholen. Macht den Aufzug frei. Haben die das gesagt? Ja, ne? Ganz weit haben die gerade gesagt. So. Keine Sorge, ich komme, ich schaue mich nur um, ne? Ich schaue mich nur um. Hallöchen, ne? Okay, nix. So, auch nichts. Okay. Hm, verschlossen. Warum? Na gut, zieht er sein Schwert einfach. Meine Güte, gibt's ja. Hier gehe ich wahrscheinlich sowieso gleich hin, weil ich mich hier ausruhe und so, ne? Oh mein Gott, kann in irgendeinem Raum vielleicht irgendwas sein, ne? Es ist in einem Räumen so Sephiroth, so, hey, was geht? Ich mache nur gerade eine Maniküre. So, hey. Und deswegen schaut sich der Daniro immer um. Boah, Gewitter. Ja, weiß ja nie, wo sich was befindet, ne? Ich habe die ganze Zeit hier noch nichts gefunden, aber jetzt habe ich was gefunden. Meine Güte. Ja, hat sich doch schon mal gelohnt. Deswegen schaut man sich um, ne? Man weiß ja nie. Kann ich hier rüber springen? Nein, ich muss den ganzen Weg hier nochmal rumrennen, ne? Ja. Oder joggen. Verlass mich doch ja rennen, mein Gott. Dann rennst du halt wie ein Psychopath hier durch die Gänge. Ist doch egal, mein Gott. Nicht du bist der Psychopath, ich bin dann der Psychopath. Ich hasse es, wenn Spieler einen so zwingen, irgendwie langsamer zu laufen, oder? Wow. Ich kann helfen. Wenn ich mich bewegen könnte. Du verstehst dich aufs Kämpfen, oder? Ja, ich will ja gerade schon los. War eindeutig Priscilla. Bitte, du musst dir helfen. Ja. Lass mich mit dir kurz reden, bevor du reingehst. Das Mädchen auf dem Boot ist in Gefahr. Okay, wir gehen ja schon. Schneller, Leute, schneller. Ich kann nicht schneller laufen. Wow, hey, guck mal, wer da ist. So sehen wir sie in diesem Spiel. Ausgezeichnet. Nein, nicht der Delfin. Und Yuffie, nehme ich an. Ja, ich weiß schon, wohin der Titel Eis führt. Einfach draufschießen, einfach drauf. Stirb, du dämliches Vieh, stirb. Ja, ich wusste sofort, hier werden wir kämpfen. Gebiet war viel zu groß.
Hey, yo, was geht? Na, doch, wir sind alle zu fünft hier. Grauen aus der Tiefe. So. Aber muss ich erst mal analysieren, wenn es geht. Nein, oh, die Dinger, genau, ich erinnere mich. Ja, super. Leute. Ja, ja, genau. Boah. Ah, ich hatte es vergessen, ey. Diese Dinger erinnere ich mich noch. Da, Aerith. Oh, jetzt hat sich geil. Okay, analysieren bitte. So, du hast eine Schwäche gegen Elektro. Zieh auf den Kopf und bricht eine gewisse Menge an Schaden an, während sich die Kreatur im Wasser befindet. Okay, sie befindet sich im Wasser irgendwann. Ich bin bereit. Warte mal, Aerith konnte die aber angreifen und Schaden machen. Okay, Aerith konnte das Ding Schaden machen. Weil sie halt Magie einsetzen, ne? Zum Angreifen. So, erst einmal den Heiliger Magiekreis. Ich glaube, ich muss mir ein paar ATB hier aufbewahren. Aua. Nein. So. Flammenblitz haben wir irgendwie so. Ne. Plasma-Einladung. Zeig mal. Das Feines können, ne? So, ich weiß nicht, was das. Nein! Nein! Oh mein Gott. Ja, einer ist gefangen, einer wird da gerade zerquetscht. Wie soll man denn da was machen? Na klar, hast du nicht Elektro. Ah, das war diese Plasma-Einladung, die ich aktiviert habe, ne? So, niemand hat hier Elektro, ne? Nein. Oh Gott. Okay, man kann da auch ausweichen. Ja, ein Stück. Ah. Er hat schon wieder gerade meinen angefangen, wo, ne? Aber. Boah. Er hat mich mit seinem Schwanz berührt. Na. Ah. Habe ich gerade richtig gesehen, hat er ist keinen einzigen Angriffszauber hat. Doch, ne? Dann machen wir ihm Aero. Na, oh, komm her, das Stück. Und gerade Yuffies Kampfthema im Hintergrund so ein bisschen. Wow. Ja, gegen das Wasser, ne? Und solche Elektro einsetzen. Wie gut, dass ich jetzt Charaktere habe, die Elektro angefahren haben, ne? So, ich weiß jetzt nicht, ob seine Sache immer noch hier Blütensturm. Meine gemeinsame Fernkraft zur Zerfekt Limitstufe plus Vision ZTL. Zeitlich begrenzt 3 ATB-Einheiten. Ich weiß nicht, ob ich den treffe jetzt gerade. Muss das beschwören, ne? Hat irgendjemand furiose Verfolgung, göttliche Strafe? Mach mal. Boom. Zack. Ich erreichte nicht. Aua. So, ich mach mal kurz Plasma-Einladung wieder, ne? Nicht übertreiben. Dein Einsatz. Komm schon. Da. Na, ich wollte gerade wegfliegen. Tiefer. Na. Das ist doch voll unfair, Mann.
Nee, meine Elektroangriffe funktionieren, ja. Oh, Cloud, mach mal Heilung, wenn es geht. Ich weiß, ich kann beschwören, aber ich komme gerade hier nicht dazu. Eris Shiva, komm. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Wenn Shiva Eis einsetzt, ich weiß nicht, wie sich das auf Wasser hier auswirkt, aber okay. Okay. Ich heile mal kurz tiefer. Kann ich zwei? Ne, ich kann Fähigkeiten einsetzen, ne? So, er ist. So, was? Ich heile uns mal. Segen des Planeten. Oh, ich brauche aber gerade Heilung. Ich brauche gerade Heilung. Oh, ja, Stück. Ah, Barrett hatte Gewitter, ne? Ja, tut er sich gut gerade. Shiva. So, du bleibst mal schöner stehen, ne? Kreuzschlag. Reicht denn von ihm nicht? Oh, ich habe noch Elektro und so. Kommst du mal da runter? Doch, okay. Ich glaube, Shiva wird den erreichen. Diamantenstaub. Zack. Oh, der hat nicht viel abgezogen. Aber ja, wir haben es geschafft. Los, leih mir deine Kraft, Delfin. Wie es wohl dem Mädchen geht? Komm! Oh nein, Juffi. Ich kann helfen. Eine Sekunde. Warte, ich helfe dir, Juffi. Ich helfe dir, Best Girl. So haben sie halt also geredet. Normalerweise konnte man Juffi schon vor in einem Wald irgendwo so zufällig begegnen, für die Gruppe rekrutieren. Aber sie haben sie mehr oder weniger mit einem anderen Charakter ausgetauscht. Normalerweise wurde ein anderes Mädchen von dem Monster angegriffen. Mal kurz am Ersticken, hey, und so. Hilf mal! Übernimm die Herzmassage. Okay. Jetzt drücken! Stimmt, sie hat uns ja mal schon gesehen, ne? Ja, im DLC, was wir ja vorgespielt haben. Was? Sie haben Avalanche verlassen. Es gab da ein paar Differenzen. Diese Leute sind meine Gäste, weißt du? Außerdem haben sie dich gerettet. Du bist hier mein Hintergrund. Ach, so war das also. Entschuldigung. So bedankt man sich natürlich nicht bei seinen Rettern. Kommt nicht wieder vor. Na dann, Juffi. Ruh dich lieber ein bisschen zu Hause aus. Aha, mach ich. Danke, Leute! Danke, Leute! Oh, Barrett ist bester Charakter. Bisher. Was? Wer war das? Eben
Best Girl von Final Fantasy 7. Yay! Ausgezeichnet. So, einige Veränderungen in dieser Version. Im Original, wo ist Priscilla, hieß sie, ne? Dieses Mädchen, das gerade hier so geschrien hat, oh, wir brauchen Hilfe, ne? Hier ist sie. So, sie war diejenige, die eigentlich angegriffen wurde von diesem Monster, diesem Seemonster. Und man musste auch dieses Monster bekämpfen, das war ein Bosskampf, und dann ist man zurückgekommen, man musste sie war am Ertrinken, also sie wurde angegriffen und sie war am Ertrinken. Yuffie war gar nicht in dieser Szene irgendwie hier involviert im Original, und sie war auch am Ersticken beinahe, am Ertrinken, und man musste dem Mädchen Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Da gab es so ein kleines Minispiel, wo man irgendwie Luft holen musste und irgendwie Luft in sie reinpusten musste. Da war so ein ganzes Minispiel und so, ne? Aber hier in der Version haben sie halt Yuffie so reingebracht. Was irgendwie Sinn macht, weil im Original konnte man Yuffie auf der Weltkarte begegnen. So zufällig. Da gab es so einen kleinen Wald vor Yunnan, den konnte man betreten, und dann mit etwas Glück hat man dann gegen einen unbekannten Ninja gekämpft. Und ja, da gab es einen kleinen Kampf. Wenn man sie besiegt hat, dann hat man so eine kleine Cutscene mit ihr gehabt, und ja, man kann mit ihr reden, kann sie irgendwie ein paar Fragen stellen und so, und dann muss man irgendwie die richtigen Antworten geben, weil wenn man die falschen Antworten gibt, dann rennt sie weg und klaut einem etwas Geld. Und das Geniale ist, es gab auf dieser kleinen Szene, auf diesem kleinen Gebiet nach dem Kampf einen Speicherpunkt, und man konnte dann sozusagen in den Speicherpunkt reingehen, und in dem Spiel konnte man halt noch nicht überall, man kann ja hier speichern, wann man will, ne? Man muss ja einfach hier falscher Knopf, hier gibt es ja Speichern und Laden, hier kann man ja speichern, wann man will, aber im Original konnte man nur auf der Weltkarte oder auf Speicherpunkten speichern, und man hat dann halt gesehen, so, oh, das ist ein Speicherpunkt, und da muss man halt das Menü aufrufen, da muss man auf Speichern gehen, ne, bum bum bum, dann geht man speichern, und nachdem man das Menü wieder geschlossen hat, war Yuffie auf einmal weg und hat ein Geld geklaut. Ja, da ist, das war sozusagen eine Falle. Also, sobald man das Menü einmal öffnet, ist Yuffie danach weg, und man muss sie halt wieder bekämpfen und wieder treffen und so. Und ja, und die Gespräche, die das man mehr oder weniger so machen muss, ist irgendwie so, keine Ahnung. Sie stellt einen irgendwie so ein paar Fallen mit einigen Gesprächen. Wenn man irgendwie auf eine bestimmte Weise antwortet, dann haut sie einen ab, ohne dass sie einen nicht anschließt. Aber man muss dann irgendwie so sagen, okay, komm mit. Und sie sagt dann so, hey, warte mal, ich habe dich doch noch gar nicht vorgestellt. Das ist auch, ja, man kann ja die Charaktere benennen im Original, weil es ja keine Sprachausgabe gab, ne? Und wenn sich dann halt das Menü auftut, wo man irgendwie Yuffie benennen kann und sich das dann schließt, dann ist sie dann auch weg. Und man darf sie halt so noch nicht mal nach ihren Namen fragen, weil man dann ist dann auch wieder in dem Menü, und wenn man das Menü wieder schließt, dann ist sie wieder weg. Also das ist echt lustig gemacht. Also. Und wenn man vom Teufel spricht. Hey, können wir uns später mal treffen? Ich hätte da nämlich eine Bitte. Und bedanken will ich mich auch noch, okay? Warum kommst du dann nicht morgen in die Herberge? Super! Also dann, bis morgen! Die hat aber ganz schön dick aufgetragen, was? Naja, ist ja noch ein Kind. Wimmeln wir schon irgendwie ab. Ja, was das angeht. Wie auch immer, erstmal zur Herberge. Na gut. Gehen wir jetzt sofort hin, ne? Und ja, beim Original war es auch so, Yuffie war ein optionaler Charakter, ne? Also man kann wortwörtlich das gesamte Spiel durchspielen, ohne dass sich die Gruppe anschließt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie sich einen anschließt, nachdem man irgendwie Wutai betritt oder so. Aber Wutai ist, glaube ich, auch optional. Von daher
kann man die Gesamtheit von Final Fantasy 7 spielen und Yuffie schließt sich eigentlich der Gruppe an. Und noch ein anderer Charakter, den wir später treffen. Also es gibt zwei optionale Charaktere in Final Fantasy 7, die wahrscheinlich nicht verpassbar sein werden in diesen Spielen, ne? Da kann ich mir nicht vorstellen, ne? Es gab ein ganz DLC über Yuffie, also ich glaube nicht, dass sie sie optional machen in dem Spiel. Sie wird sich irgendwo in uns anschließen. Kann ich mir jetzt mal vorstellen. Naja, ich freue mich. Lass mal sehen. Vier Zimmer nehme ich an. Wir hätten gerne fünf. Sehr wohl. Die Rechnung geht natürlich aufs Haus. Das ist unsere Art, euch Danke zu sagen. Ausgezeichnet. Dann lasst uns mal. An den Bosskampf kann ich mich übrigens auch erinnern. Ja, der hatte so Blasen, in denen er einen angefangen hat. Ich kann mich nicht mehr an den Bosskampf gegen Reno hier erinnern, den zweiten, den wir gegen Reno hatten, bevor die Platte eingestürzt ist im ersten Teil. Aber Reno hat einen auch immer in so Pyramiden eingeschlossen und die musste man irgendwie mit physischen Angriffen kaputt machen. Und in dem Spiel war halt auch so, ja, die musste man mit Magie kaputt machen, die Blasen, habe ich mich so dran erinnert im Bosskampf. Sicher ein Autogramm von dir. Vielleicht will sie bei Evelyn Schmidt machen. Ja. Vielleicht will sie ja bei Evelyn Schmidt machen. Theoretisch könnten wir natürlich jede Hilfe gebrauchen. Aber auf Babysitten habe ich momentan keinen Bock. Wir werden sie irgendwie abwimmeln müssen. Nein, werden wir nicht. Hätte nicht gedacht, dass unsere Steckbriefe sogar hier die Runde machen. Verrückt, was? Warum so gemein zu Yuffie? Nein, die wird sich sofort von uns anschließen. Wie sie mir entglitten, eine nach der anderen. Aber ich konnte nichts dagegen tun. Ja, ging mir auch so. Als hätten sie einfach aus mir rausgesaugt. Wenn Rees, oder? Alles, was ich weiß, ist, dass etwas fehlt. Aber was genau fehlt, das weiß ich nicht. Alles ist verschwommen. Verdammte Mäuren. Sie sind seitdem nicht wieder aufgetaucht. Cloud! Wer ist denn bei dir? Was? Verstehe. Gut. Danke fürs Aufpassen. Hast du aber gar nicht so angehört. Bist sicher müde. Ruh dich gut aus. Ein Moment. Harris, da war eine Truhe. Mach auf, ist ein Notfall. Jawohl. Kannst du mich die Truhe hier verheimlichen? Ich habe mich doch hier gerade mal umgeschaut. Entschuldigung. So, jetzt können wir machen. Warten, Kaiserin mache. Der Waffe für Harris. Guck mal, wie sie da voll gechillt steht. Kaiserin Waffe. Königin Waffe gab es immer in Final Fantasy. So, vier Materia Slots. Ich glaube, die Waffe gab es beim ersten im Original. Ne, ich kann mich irgendwie so erinnern. Hier so vier Slots. Boah, kann sie ja schon wieder nicht. Ich denke an einen mächtigen Herrscher gedacht. Magische Attacke runter. Was? Innerhalb des Magiekreis Gegner mit normalen Angriffen niederstrecken. Der einen Angriff stärkt und Zauberne in seinem Wirkungsbereich vor Schaden schützt. Okay. Jetzt kann ich mit ihr aber nicht Dings Automagie einsetzen. Das gefällt mir jetzt nicht so. MP Maximum plus 3. Wir müssen halt ein bisschen aufpassen, ne? Nimm mal einmal. Kannst außerdem mal ein anderes Automagie hochleveln, wenn wir schon mal dabei sind, ne? Da brauche ich ja nicht im Moment. Nimm mal, sie hat schon einen Impu Boost. Ja, was geben wir denn hier? Na gut, dann geben wir die eben
Ein paar Zauber, ne? Ich habe jetzt 4-mal Gewitter. Ich glaube nicht, dass ich 4-mal Gewitter brauche. Na gut, Aris, weißt du was? Dann kriegst du eben hier eine Menge Zauber, ne? Damit du ja so halt gecovert bist, ne? Mit allen möglichen. So, noch irgendwas? Nee, ne? Da muss ich jetzt dran denken, hier mit einem neuen Angriff einzusetzen, ne? Sephiroth ist jetzt wichtiger. Richtig. Sag mal, erinnerst du dich an unser erstes Treffen, Cloud? Ja. Und zwar in der Kirche. Du hast meine Blume aufgezwungen, ja. Du hast mir eine Blume aufgezwungen. Die habe ich dir geschenkt, Cloud. Ich habe die Blume danach im siebten Himmel gesehen. Und ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass du derjenige warst, der sie in die Vase gestellt hat. Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Also, ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Ein Geschenk einfach so an jemand anderes weiter zu verschenken. Hast recht. Vergeben und vergessen. Für dieses Mal. Hm. Wohin die Männer in den schwarzen... Ich kann ein Smiley durch die Wand sehen. Ich konnte dein Smiley durch die Wand sehen. Jetzt bin ich ein bisschen nervös. Hast du ja auch eine Waffe irgendwo versteckt, Barrett? Nein, okay. So, jede neue Waffe ist ja wieder voll der Game Changer, ja, ne? Kriegst ja immer eine neue Fähigkeit und so, ne? So. Red, hier ist Reds Zimmer, ne? Oh, von jedem werde ich hier reingelassen. Oh. Red, altes Haus, wie geht's, wie steht's? Hab ich hier nicht auf dich gebaut? Es ist beunruhigend. Auf meine Ohren ist weiterhin Verlass. Sollte ich etwas Verdächtiges hören, schlage ich Alarm. Ich weiß nicht, was immer diese Meldung bedeutet. Die Verbundenheit hat sich geändert. Ist das immer dann so im Sinne von, ja, du hast dich verbessert oder verändert, kann ja auch bedeuten, dass die sich verschlechtert hat, ne? Ja, ich nehme an, Tifa ist dann oben irgendwo, ne? Ich habe dir Unrecht getan. Ich war ja nicht besser. Hey, erinnerst du dich an Emilio aus Nibelheim? Nein. Der Sohn des Krämers? Leider nicht. Nee. Bin ich mal ganz ehrlich. Sich vertieft. Ist das gut oder schlecht? Ja, das ist doch gut, ne? Danach habe ich ihn lange nicht gesehen. Aber letztes Jahr kam er in die Bar. Er meinte, er wäre sonst nie in den Slums. Er hatte sich ganz schön. Hätte mir aber nichts gesagt hier der Name, ganz ehrlich. Und er war. Ist definitiv ein Charakter aus den Remakes. Nicht. Bringt nichts. Du hast ja recht. Sorry. Schon gut. Lass uns bald mal reden. Offen und ehrlich. Dann nehmen wir kein Blatt vor den Mund. Also hatte ich jetzt recht,
Den Charakter kennen wir nicht. Also war ich, der hat sich deswegen die Verbindung vertieft, weil ich mich an niemanden erinnert hat, der gar nicht existiert hat oder so. Naja, das war ja wieder Erfolg auf ganzer Linie, ne? Mit der Beziehung zu den beiden, ne? Klopf, klopf, ich kann einen Spidey da sehen. Ich bin nach all dem ganz schön erschöpft. Okay. Na gut, dann. Dann hau ich mich auch erstmal auf die Nase, aufs Auge, aufs Ohr, genau. Aufs Schwert. Ich schau mir das Schwert über. So. Wenn ich mich recht erinnere, dann wäre jetzt, glaube ich, eine gute Zeit, dass Sephiroth hier auftauchen würde, ne? Jetzt würde Sinn machen, dass vielleicht Sephiroth irgendwie auftaucht in irgendeiner Form. Wenn ich jetzt die Cutscene richtig in Erinnerung habe, die jetzt kommt. Und da gab es irgendwie so eine kleine Szene. Alles klar, ein bisschen Workout. Whoop. TP und MP geheilt. Wer wagt es, an meine Türe zu klopfen? Kommt rein, Leute. Hey. Okay. Es sind also alle hier. Dann stellen wir uns doch mal vor. Ich bin Yuffie. Agentin der Übergangsregierung von Wutai und talentierte Materiajägerin. Im Namen meiner Heimat und als waschechte Ninja bin ich von weit her hierher gereist, um die tyrannischen Pläne von Shinra zu durchkreuzen. Ist, glaube ich, die gleiche Einleitung wie im DLC. Wutai? Ja, also, ihr könnt euch jetzt richtig geehrt fühlen, denn ihr dürft euch mir anschließen. Wisst ihr, ich finde euch nämlich viel, viel cooler als die Hauptgruppe. Ich fürchte, da hast du dir leider die Faschen gesucht. Wir haben mit Spionieren und Attentaten nämlich nichts am Hut, klar? Das verbitte ich mir! Nun! Wobei, diesmal hast du vielleicht recht. Was denn jetzt? Mag weit von meiner geliebten Heimat Wutai entfernt sein, aber das hält mich nicht davon ab, allein gegen Shinra weiterzukämpfen und dabei auch ganz ordentlich zu verdienen. Natürlich habe ich auch hier nach einer lukrativen Arbeit für mich gesucht. Da meinte Rhonda, sie hätte einen wichtigen Auftrag für mich. Ein Attentat nämlich. Und jetzt haltet euch fest. Attentat auf Shinra? Wer ist wohl das Ziel? Spiel dich nicht so auf. Sag's ja schon. Es geht um niemand anderen als Direktor Rufus Shinra persönlich. Na, überrascht? No. Dieser Rufus soll schon bald hier aufkreuzen. In der Stadt über uns. Es gibt wohl eine Parade zu seinem Amtsantritt oder so. Die Leute in diesem Dorf sind stinke sauer auf Shinra. Seit sie ihnen ihr Land und die Sonne geraubt haben. Das ist also diese eine Karte von Overwatch. Was? Was du nicht sagst. Rhonda will das Geld für meine Belohnung besorgen, indem sie euch an Shinra verrät. Was? Ach, so ein Pech. Anscheinend hat sie schon getan. Ja, dann bleibt euch wohl nichts übrig. Hey. War der? Alles klar, mein Freund? Wer? Drin sind wir im Nachteil. Lasst uns rausgehen. Ja. Oh Mann. Ich weiß, wer das ist. Na gut. Na gut, ich würde dann aber sagen, wir machen mein Freund. Sind wir immer noch in Kapitel 4? Ja, ne? Ja, ne? Oh. Gut, aber ich sagen, ich mache hier einen Päuschen, ne? Und in der nächsten Folge
geht es dann weiter und dann kümmern wir uns um diesen Störenfried hier draußen, der sich mit uns anlegen will anscheinend, ne? Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Okay.